So, ich habe mal schnell alles nachgearbeitet und ja, bin mal direkt hier hinter zur Hölle gegangen. Nicht hierher, sondern erstmal zur Hölle. Da brauchen wir ja erstmal nichts machen. Wie hier aus können wir ja dann schnell dorthin gehen und dann müssen wir mal dort rüber machen dann. Die Höhle. Ja. Wir speichern vorher. So, schauen wir mal, was hier unten haust. Oh, ein paar Wölfe. Jawollo. So, da haben wir den Wolfstrauch auch erledigt. Gut, hier geht's schon mal nicht weiter. Eine Erscheinung, eine Klasse. Ja, mal Ring. Okay. Nur ein bisschen aufpassen. Thank you.
bin jetzt natürlich ein bisschen langsam auf der. Sagen. Ein bisschen langsam auf die Knochen, aber hey. Ich erwisch das Dreck hier. Alles klar, das hat uns jetzt den Arsch gerettet, sonst hätte das ewig gedauert. Hallo, Geralt. Und nennst diese ganzen Behinderten Wölfe her. Wir müssen unbedingt ein Lagerfeuer finden. Das ist. Oh, warte mal kurz. Eins muss ich schon überprüfen. Hier drauf. Aha, zwei fehlen noch.
gehen wir davon aus, dass das nicht die letzten Viecher waren. Okay, was auch immer. Wäre eigentlich was. Star, dass die Toxizität runternimmt. Müssen wir jetzt erstmal hier rausschleichen. Kommt der jetzt her? Das geht schon viel schneller. Hauptsache, der Geist ist nicht da. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Gary, mach Eier zum Lagerfeuer, schon kein Bock mehr.
Oh. So, Moment. Was haben wir denn jetzt dafür Steinchen? Den haben wir. Wir haben jetzt den schwarzen dazu gekriegt, ne? Den und den. Den haben wir dazu gestellt oder was das ist, oder? Ist es der? Yep. Die ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Was zur Hölle mache ich denn? Die alten Zauber funktionieren. Jetzt müssen wir dorthin nochmal. Ich glaube, für die Statue brauchen wir nochmal so, ja, ein paar Himbeeren oder sowas, ne? Ich will mich, wenn es sein muss.
Mensch, das latsch mal. Und Obelisk sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren noch. Alle weggeschnetzelt. So, Moment, den haben wir nicht noch. Den hatten wir jetzt noch. Den schwarzen, der ist beim Dorf. Eins kriegen wir auf jeden Fall noch beim Dings. Willst du jetzt, du Mordenvieh? Bischelkraut. So. Haben wir unabsichtlich noch ein bisschen was von dem Zeug eingesammelt.
Menschen sind Eindringlinge. Wir wollen die Welt zurückerobern, die einst uns gehört. Hier aus. Ihr stinkt, Mensch. Ihr stinkt, Mensch. Seid so gut und lasst mich in Ruhe. Ich will jemanden verprügeln. Ach doch. Adjabel Ayat Arsel. Ihr stinkt, Mensch. Ups. So. Abflug. Der fehlt noch. Bei dem folgen die Arschkrampen. Die alten Zauber funktionieren noch. Böses Omen. Ja, es bedeutet Zorn. Streuner aus den Trockenlanden. Der Zaun der Götter wird die Eindringlinge holen. Betet, dass wir verschont werden. Ist hier irgendwas, irgendein Händler oder was? Gut, ich muss ja eh wieder herkommen, aber es wäre gar nicht mehr so schlecht, wenn ich das gleich haben könnte. Vaska ist sehr weise. Habt ihr mit ihr gesprochen? Ich glaube, mit Brathähnchen kann die Figur gar nicht anfangen. Vielleicht mit der Blaubeere. Wenn ihr Geld habt, kann ich euch lehren, wie man die Sumpfpflanzen erkennt. Wie viel wollt ihr? 50 Orens. Honig genügt auch. Meine Kinder lieben Süßigkeiten, aber ich wage es nicht, mich auf die Suche nach wilden Bienen zu machen. Ich hab kein Honig. Wir gehen nur zum Kräuterpflücken raus. Wir gehen nur zum Kräuterpflücken raus. Wir gehen nur zum Kräuterpflücken raus. Ist Vesima wirklich ein Sündenpfuhl? Ist Vesima wirklich ein Sündenpfuhl? Ist Vesima wirklich ein Sündenpfuhl? Das ist jetzt ungeil.
Ein neuer... Was gibt... Ich bin wegen der Anzahl... Endlich! Natürlich. 10 Wolfspelze. Wunderbar. Der Titel königlicher Jagdmeister ist mir so gut wie sicher. Sonst wäre ich eben Söldner. Okay. Lebt wohl. Ich hasse... Wir gehen nur zum Kräuterpflücken raus. Das wäre jetzt echt blöd, wenn ich das nicht mehr machen könnte. Ich rede nicht mit Fremden. Ich rede nicht mit Fremden. Geralt. Besser? Ich rede nicht mit Fremden. Ich rede nicht mit Fremden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Die Wasser... Oh, die hat was zu verkurven, das ist cool. Unterhalten wir uns über einen Auf... Bitte helft uns. Eines unserer Kinder wird vermisst. Der Junge ist sonst stets schnell zurückgekehrt. Nur diesmal nicht. Vielleicht haben Wasserbestien ihn gefressen. Blasphemie. Die Druiden müssen ihn haben. Sie verwandeln Kinder in Dryaden. Also gut. Ich suche nach dem Jungen. Okay. In unserem Dorf verlässt nur die Anführerin ihr Haus wirklich oft. In unserem Dorf verlässt nur die Anführerin ihr Haus. Das ist jetzt ein bisschen blöd, das nicht machen kann. Jetzt einfach mal mitten durch den Sumpf.
Was gibt es? Ich suche einen Knaben, der im Dorf der Ziegelbrenner vermisst wird. Ich habe ihn nicht gesehen. Die Ziegelbrenner behaupten, ihr verwandelt Kinder in Dryaden. Wie töricht. Hier werden nur Erwachsene aufgenommen. Kinder würden höchstens Ärger machen. Was die Dryaden angeht, fragt sie doch selbst. Lebt wohl. Gwynblade. Ich suche einen Knaben. Die Ziegelbrenner behaupten, Druiden hätten ihn geholt und in eine Dryade verwandelt. Nur Mädchen können Dryaden sein. Hier gibt es keine Knaben. Ich wollte mich nur vergewissern. Ich würde euch ja zeigen, woher die kleinen Dryaden kommen, aber... Ja? Ich möchte der Tradition des Brokilon treu bleiben. Wir nehmen Männer nur zum Zwecke der Fortpflanzung auf und auch nur starke und wendige. Wir möchten, dass die Mädchen, die zur Welt kommen, die Kraft des Vaters erben. Man hat mir schon vieles vorgeworfen, aber mangelnde körperliche Tüchtigkeit gehört nicht dazu. Ich glaube euch, doch das Ritual verlangt, dass der Mann sich als geschickter Jäger erweist. Bringt mir einen Wolfspelz. Okay. Ihr habt euch als geschickter Jäger erwiesen, doch ein Hindernis bleibt noch immer. Und das wäre? Hexer sind unfruchtbar. Wir Dryaden dulden keine Intimität ohne Fortpflanzung. Das ist aber jetzt nicht schön. Intimität ohne Fortpflanzung kann schön sein. Wie? Ein Paar in inniger Umarmung könnte den Boden auflockern, auf dem es liegt. Und damit dem Wachstum der Pflanzen Vorschub leisten. Unsinn. Kommt wieder, wenn ihr klüger seid. Ihr habt nichts getan, um meine Wut zu besänftigen. Ihr habt nichts getan, um meine Nein. Wut zu besänftigen. Ich glaube, ich muss noch mal laden. Ihr habt nichts getan, um meine Wut zu besänftigen. Muss sein. Unsere Kinder sterben sehr häufig, da wir in den Sümpfen leben. Warte mal, kann ich das noch ein bisschen weiter ausdehnen hier? Können wir vielleicht auch gleich das Pflanzentraining machen? Nochmal. Lass dir das immer, wenn du dann das Zeug nicht dabei hast, dann rausgehst und die dürfen mal mit dir reden. Was soll denn das? Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren noch.
müsste. Müssen wir auch noch mal hin. Das können wir dann gleich noch mal machen. Ist ja alles kein Problem. Unsere Kinder sterben sehr häufig, da wir in den Sümpfen leben. Unsere Kinder sterben sehr häufig, da wir in den Sümpfen leben. Gut, dann kann ich sie doch nochmal hier laden. Ist Vizima wirklich ein Sündenpfuhl? Dort hinten hat das abgegeben, oder ne? Habe ich jetzt gerade falschen Speicherstand gespielt? Ah, hier. Alles klar, das ist der Speicherstand. Ist Vizima wirklich ein Sohn? So, oder? Die ist hier drinnen, ne? So, falsch. Die Wand. Unterhalb. Bitte. Vielleicht. Blasphem. Also. Die Wasser sollen über die Ufer treten. Nicht ganz sicher, was die dort haben wollen. Bekanntes Kraut. Seltsamer Ort. Sieht aus, als seien diese Giganten in der Bewegung erstarrt. Muss eine Weile her sein. Sind das nicht Wyverns? Wyverns! Oh ja! Wie habt ihr sie bezwungen? Ich habe sie gezähmt durch harte Arbeit. Ich garantiere, sie stehen nicht unter Drogen und haben keine gestutzten Flügel. Seht selbst! Gab es irgendwelche Unfälle? Nur bei dem Dummkopf, der einem Wyvern die Zähne putzen wollte. Verstehe. Noch weitere...
Was hast du so dabei? I don't know. Ich suche ein... Ich hab... Die Ziegel brennen... Bitte... Lebt wo... Wo ist die Dryade? In Wetstrain... Keine Weinkerl... Hallo? Was ist, Weißer Wolf? Oh, man hat dich gar nicht gesehen. Gwynblade. Ich suche einen Knaben. Die Ziegelbrenner behaupten, Druiden hätten ihn geholt und in eine Dryade verwandelt. Nur Mädchen können Dryaden sein. Hier gibt es keine Knaben. Ich wollte mich nur vergewissern. Ich würde euch ja zeigen, woher die kleinen Dryaden kommen, aber... Ja? Ich möchte der Tradition des Brokilon treu bleiben. Wir nehmen Männer nur zum Zwecke der Fortpflanzung auf und auch nur starke und wendige. Wir möchten, dass... Man hat mir schon... Ich glaube euch. Ihr habt euch als geschickter Jäger erwiesen, doch ein Hindernis bleibt noch immer. Und das wäre? Hexer sind unfruchtbar. Wir Dryaden dulden keine Intimität ohne Fortpflanzung. Intimität ohne Fortpflanzung kann schön sein. Wie? Sex baut Stress ab, sodass Körper und Geist besser vorher speichern sollen. Wir Dryaden müssen wachsam und wendig sein, um unsere Heimat verteidigen zu können. Und mein Körper bedarf der Liebe. Wollt ihr eins mit mir werden? Ja, für den heutigen Tag. Kommt. Jawohl. Poison Ivy. Na, wisst ihr denn schon, woher die kleinen Dryaden kommen? Nein, nein, das weiß ich nicht. So, jetzt müssen wir mal herausfinden, wo der Johnny ist, ne? Was gibt? Lebt wo? Vampire und Flatterer, Fürsten. Nicht alle Sumpfkreaturen sind... Der Hierophant hat sich auf die Suche nach neuen Druidenanwärtern gemacht. Angeblich grassiert eine Krankheit in der Stadt. Das Leid der Zivilisation. Na, wisst ihr denn schon, woher die kleinen Dryaden kommen? Ja. Jetzt weiß ich's. Ich hatte da gerade meine Nase drin. Er ist wohl tot, der kleine Junge. Dumb.
So. Die was? Die Droiden haben den Jungen nicht geholt. Ich finde ihn und sorge dafür, dass er wohlbehalten zurückkehrt. Der Junge ist fort. Möge das allen zur Warnung gereichen. Wir müssen bereit sein. Bereit wofür? Die Wassergötter sind nahe. Ah ja. Lebt wohl. Die Wasser sollen über die Ufer treten, gleich einem König, der seinen Thron besteigt. Wo soll denn der Johnny sein? Mir fallen zwar ein paar Orte ein, wo das sein könnte, aber... Wo das wieder reinzurennen? Schauen wir mal, ob wir die... Vaska ist sehr weise. Habt ihr mit ihr gesprochen? Vaska ist sehr weise. Habt ihr mit ihr gesprochen? Vaska ist sehr weise. Habt ihr mit ihr gesprochen?